Ah, bin ich dann wieder. Jetzt bin ich hier an dieser Wand zugange. Also ich habe das Gefühl, machen sich das da irgendwie schon ein bisschen einfach, ey. Strullern da so ein bisschen gegen. Und da kommt man sich ja irgendwie echt schon bescheuert vor. Das ist ja irgendwie so wie an der Steuer vorbei irgendwie. Und ja, keine Ahnung. Habe ich hier irgendwie so ein offenes Ding noch? Hier auch eigentlich, da unten. Das war irgendwie die Vernagelung der Fußleiste. Das war eigentlich nicht so wild in der Regel. Aber das nervt schon allgemein an hier. Das ist schon irgendwie so. Ich müsste das irgendwie. Oder ich hau den ganzen Putz runter und mach das halt neu. Das ist anstrengend. Und das Blöde ist nur, dass irgendwie das hier ja auch an den Kabeln lang läuft. Das sieht man auch. Deswegen bin ich da nicht so begeistert von, weil eigentlich ich bin einfach nicht begeistert. So. Gut, das war dann die Geschichte. Irgendwie nach dem Einbruch. Und vielleicht war das auch schon vorher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es hier immens nach Urin gestunken hat. Und es auch immer noch tut. Also es rieche ich auch immer noch. Und ja, so ist das halt mit diesen Leuten, die wahrscheinlich auch irgendwie immer noch so im Welpenschutz rumlaufen, dann auch ja, glaube ich, ne? Aber das anderen Leuten dann noch andichten, das finde ich dann viel geiler. Also mir wurde ja auch so einiges unterstellt, womit ich gar nichts zu tun hatte. Ui. Das kommt mir so bekannt vor, ne? Ja, es kommt mir so bekannt vor. Das ist, kann man aber nicht ändern. Aber dachte ich, irgendwie so eine Themen haben sich jetzt irgendwann einmal erledigt. Und, aber nein, das ist ein und derselbe Idiot. Also, sorry, ich soll ja niemanden beleidigen, ne? Aber ist, glaube ich, so ein Menschenschlag, mit dem ich irgendwie echt gar nichts, aber auch gar nichts anfangen kann. Das sind so. Ich benehme mich auch nicht immer gut, ne? Ich will ja auch nicht sagen, dass ich mich hier irgendwie immer fair oder so verhalte. Oder dass ich umgänglich bin oder so. Aber es gibt so Menschen, die kann ich einfach auch echt nicht mehr verknusen, wenn die sowas tun halt, ne? Oh, Alter. Ach, nicht doch. Ja gut, das geht aber noch, das kann man nur noch. Das ist, ach nö, nicht da unten lang, bitte nicht. Nicht schon wieder. Das kann ich mich nicht verknüpfen. Das sind so Sachen, die mag ich gar nicht. Ja, vielleicht war er ja auch einfach öfter da, wer weiß das schon. Ja, das geht ganz runter zur Nachbarin da unten. Das, ach, merken mich schon wieder. Das ist so zum Kotzen, ist das, ehrlich. Darf ich fluchen? Nein, auf YouTube haben wir alle einen höflichen Umgang miteinander.
Das habe ich so gemerkt. Na gut, dann muss ich hier halt mal genauer gucken, wie tief das geht. Ich muss das noch irgendwie auspinseln mit einem trockenen Pinsel und dann absaugen und dann melde ich mich noch mal. Da ist die Dämmung drinne. Ja, ich muss noch mal reinleuchten irgendwie und dann melde ich mich mal wieder. So ist das. Dann bin ich immer gespannt, wie das dann da unten in der Ecke noch aussieht. Immer diese. Ich kann auf diese selben Idioten kann ich nicht mehr. Es tut mir echt leid, ey. So. Ja, da ist das einigermaßen ja, also ich muss jetzt hier, ich muss jetzt durchtrocknen, bevor ich da oben weitermachen kann. Und dann will ich echt von euch irgendwie an dem Punkt überhaupt nichts mehr wissen. Tatsache. Echt bedient.